Im zweiten Video zum Thema CSS Grid geht es um die Frage, wie die Spaltenbreite eingestellt wird. Im ersten Video habe ich gezeigt, wie man das mit Pixelwert machen kann. Es gibt aber auch andere Werte, die möglich sind. Zum Beispiel kann ich anstatt Pixel schreiben Auto. Und das bewirkt, dass ich drei Spalten bekomme. Die erste ist 100 Pixel breit, die dritte auch. Und die zweite Spalte, die ist automatisch so breit, wie es Platz gibt. Also das heisst, das wäre jetzt schon eine Möglichkeit, so eine Art Responsive Layout herzustellen. Es ist auch möglich, Prozentwerte zu brauchen. Zum Beispiel die Hälfte vom Viewport ist 50%. Und dann hat man eine Spalte, die 100 Pixel breit ist. Und Auto ist dann einfach das, was übrig bleibt. Der Wert, den ich am interessantesten finde, hier, ist aber einer, der heisst Fraction, abgekürzt FR. Und was der macht, ist, der tut den Platz, der im Viewport verfügbar ist, aufteilen. Also darum Fraction ist ein Teil von etwas. Also ein FR ist einfach so viel Platz, wie zur Verfügung steht. Wenn ich nochmal ein FR schreibe, dann teilt sich der Viewport und so weiter. Und das heisst, es ist natürlich responsive. Aber also du sagst jetzt vielleicht, ja, man könnte ja auch einfach Auto schreiben, es kommt aufs Gleiche raus. Und das stimmt. Aber was man mit Auto eben nicht kann machen, ist, dass man so etwas macht. Das tut jetzt im Verhältnis 1 zu 2 den Platz, der zur Verfügung steht, aufteilen. Jetzt ist die erste Spalte, kommt ein Teil über vom zur Verfügung stehenden Platz, die zweite Spalte zwei Teile und die dritte Spalte drei Teile. So hat man ein Seitenverhältnis oder ein Breitenverhältnis von 1 zu 2 zu 3. Und so etwas kann man mischen mit Pixelwert natürlich. Jetzt habe ich eine Spalte, die immer gleich breit ist, nämlich 100 Pixel. Es gibt eine Spalte, die also die ersten zwei Spalten stehen dann im Verhältnis 1 zu 2 und die dritte Spalte ist so breit wie die erste und die zweite Spalte miteinander. Also so ändern drei Spalten ändern sich laufend in der Breite und eine bleibt so, wie sie ist, immer 100 Pixel. Also der FR-Wert ist der, den ich am meisten damit arbeite. Weil häufig weiss man nicht, wie breit das der Viewport ist, aber man weiss, in welchem Seitenverhältnis dass man die Sachen im Raster versorgen möchte.